Also die Idee zur Diplomarbeit ist in Zusammenarbeit mit Ingo und Magdalena Metzler entstanden. Sie wollten was zum Thema Räucher machen und wir wollten was machen, was den Tourismus im Berezawoldo mit einbezieht. Und dadurch ist eigentlich die Idee entstanden, dass wir ein einzigartiges Souvenir für unsere Gäste im Berezawald kreieren könnten, was ihnen also quasi die Möglichkeit gibt, den Berezawald mit Huni und in deinen eigenen vier Wänden zu schmecken. Und dafür haben wir eben die zwei Räuchermischungen Sommer und Winter im Berezawald kreiert und ein Räucherstöfchen dazu mit den lokalen Tischlern vom Werkraum Berezawald. Die größte Herausforderung war eigentlich von der Produktidee bis hin zu der Produktentwicklung wirklich das Berücksichtigen der ganzen einzelnen Arbeitsschritte. Man unterschätzt es sehr schnell. Was man auch unterschätzt, ist die Zeitinvestition und die Zusammenarbeit mit einem Partnerbetrieb. Ja genau, also jetzt haben wir heute unseren ersten Verkaufssamstag. Und wir sind hier mit Hotels in Verbindung und je nachdem, wie groß die Nachfrage ist, werden wir dann noch mehr entwickeln. Und ansonsten kann man das ja ausbauen, die Räuchermischungen, und noch mehr entwickeln. Wir, die Mädels, letztes Jahr im Mai zu uns gekommen sind am Betrieb und wir dann miteinander angefangen haben, das Ganze auszuschaffen. Und ist es schon darum gegangen, um den Duft, also man hat gewusst, das sollte ums Räuchern gehen. Wir haben auch erklärt, warum, wieso, was da die Kräuter ist, auch ein Bestandteil vom Etikett oder auch vom Flyer, was dieser Duft bewirkt. Die Mädels sind dann gekommen mit einem super Vorschlag und gesagt, komm, wir gehen doch als Gastro-Schule, oder wo ganz ein großer Teil Gastro ist, gehen wir in die Gastronomie, wir machen für die Gäste ein Stück prägender Wald, wo man mit Huni kann, und ein Stück Duft für daheim. Und haben uns dann miteinander auf die Sommer- und Winterdüfte geeinigt. Super Räucherstöfchen ist da ganz regional aus Eschenholz produziert, von verschiedenen Tischlereien aus der Region. Unterricht betriebswirtschaftliche Fächer und habe gemeinsam mit dem Herrn Kreuziger, der in Biologie die Klasse unterrichtet oder die Schülerinnen unterrichtet, gemeinsam dieses Projekt begleiten dürfen. Letztes Jahr im Frühjahr, also 2021, sind sie mit einer ersten Idee hergekommen, haben schon mal so grob einen Plan gehabt und wie man dann aber den Prozess mitbegleiten hat dürfen, wie es dann wirklich von der Geschäftsidee oder von der Produktidee zur Produktentwicklung dann zum endgültigen Produkt gekommen ist und dann aber so ein tolles Endergebnis sehr darf, ist wirklich eine tolle Sache.